Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer neuen React Time. Wir haben heute die Twitch Clips Germany, das Ganze in der Folge 181. Mensch, wie die Zeit vergeht, wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir mit der Folge 170 damals angefangen. Und ja, da ist schon eine ganze Menge angelaufen. Die Folge heute heißt Strichergesang. Ich weiß jetzt schon, dass ich diesen Titel nicht übernehmen werde. Die Folge von der letzten Woche, die 180, die habe ich schon vorbereitet. Die kriegt ihr morgen auf YouTube zu sehen. Da habe ich schon einen schönen Titel mir rausgesucht. Und Strumpmail muss ich noch machen, dann habt ihr das auch. Aber wir starten jetzt hier in die Twitch Clips Germany Folge und schauen uns an, was es da Neues zu sehen gibt. Hallo zusammen, jetzt ist es soweit. Lehnt euch zurück und macht euch bereit für Twitch Clips Germany Zeit. Ja, das ist wieder mal, das war mein schöner Gesang am Anfang, muss ich sagen. Ich bin überlegt, ob ich das auch mal versuche und vielleicht das dann entweder zurechtschneide oder ich das vorher ankündige und dann kann das einer klippen und dann laden wir das hoch. Ich muss übrigens auch mal auf Twitch dort durchgehen, meine Clips. Da sind viele, die da drauf sind, die eigentlich gar nicht so interessant sind, die ich für mich aber behalten möchte, auf jeden Fall. Aber wenn ihr klippt, dann bitte, oh, wisst ihr ja, unten könnt ihr klicken auf die Filmklappe, wie uns der schöne Kistenkater das mal gesagt hat. Und ja, ernsthaft, aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Man kann das ja auch anders machen. Also, genau. Man muss nur wissen, wie. Genau, so muss also nicht wegrennen. Dieses Video wird euch präsentiert von PUBG Mobile. Ein kostenloses Battle Royale-Spiel mit über 50 Millionen Spielern weltweit. Spiele Solo, Duo oder Squad in Battle Royale. Battle Royale ist dir zu langweilig? Es gibt noch zahlreiche weitere Modes, zum Beispiel Waffenmeister, Arcade, Sniper Training oder Team Deathmatch. Es gibt regelmäßige Kollaborationen für Skins und Waffen mit Brands wie den Lamborghini, Spider-Man No Way Home, Evangelion und worauf ich mich sehr freue, Dragon Ball! Das Football Royal Event. Zu diesem Event wurde der Fußballer Timo Werner als Partner genommen. Timo Werner ist mein Lieblingsfußballer, seit er 2016 für RB Leipzig spielt. Und ich freue mich außerordentlich, dass er mit PUBG Mobile über die Weltmeisterschaft 2022 kooperiert. Limitiert und nur für diese Zeit gibt es ein exklusives Fußball Royal Kostüm, den Timo Werner offiziellen Avatar, ein Avatar Frame, Timo Werner Graffiti und ein Space Geschenk. Zudem unterstützt er das Spiel mit eigenen Posts auf seinen Social Media. Unbedingt mal auschecken und kostenlos downloaden mit dem Link in der Beschreibung. So. Also, ich sage ja immer wieder, dass Twitch Clips Germany sich nicht durch Werbung finanziert, sondern durch die Patreons und die Donations, also die Spenden, die man kriegt. Das hat uns jetzt gezeigt, dass das nicht immer ganz der Wahrheit entspricht. Ich muss auch sagen, ich finde es nicht ganz richtig. Ich bin jetzt auch keine PUBG-Spielerin, deswegen ist das, spricht mich der Spot auch gar nicht so an. Gut, okay, es ist Evangelion dabei. Das könnte mich eventuell doch ansprechen. Aber nur das. Aber deswegen würde ich das Spiel nicht spielen. Ich habe schon so viele Spiele angefangen, die ich dann links liegen lassen habe. Auf meinem Handy oder sonst wo. Deswegen wäre das nichts für mich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde dies jetzt nicht ganz in Ordnung. Kooperation, okay. Aber dann sollte man das auch ordentlich kommunizieren und nicht sagen, wir machen keine Werbefinanzierung und wann finanziert man sich im Endeffekt doch durch eine Werbung. Das ist grenzwertig wieder mal. Das Schlimmste, was passieren könnte. Der hat sie gerade gesagt, fick dich. Geil, also, ja bitte, also, in dem Spiel bekommt man sowas an den Kopf geworfen und das ist dann auch noch ein Spiel, was Kinder spielen. Also das ist ja mal, ja, also liebes Nintendo-Team, da habt ihr wohl ganz schön in die Tonne gegriffen. Muss ich jetzt mal sagen. Nicht gut. Was? Das ist irgendwie, man denkt immer, jetzt mal ganz ehrlich, wer kann das relaten? Man denkt immer, wow, backen, voll geil, man macht den Teig, man macht so ein paar Aufstecher, dann hast du den ersten 20, hat man keinen Bock mehr. Oh, geil. Also, erstens, er tut mir leid, jetzt hat er den perfekten Stern, der wunderbar funktioniert, und dann fällt er ihm runter. Das, da ein kurzes, oh,
an den Backmeister, genau. So, zweitens, das mache ich nach dem Streamen hier heute auch. Zusammen mit meinem Mann gehen wir los und backen. Wir haben den Teig schon vorbereitet, der liegt im Kühlschrank, der muss noch ein bisschen ruhen, das kennt man ja, wenn man das selber macht. Und ein paar haben wir auch, wo wir die Plätzchen, den Plätzchenteig schon fertig haben. Da müssen wir dann nur noch aufschneiden und aufs Backblech legen. Das machen wir auch. Aber wir backen Butterplätzchen selbst. Ganz alleine, weil wir haben da besondere Süßungsmittel drin. Weil mein Mann normalerweise keinen richtigen Zucker nehmen darf. So als Ersatz nehmen wir dann was anderes, was nicht ganz so schlimm ist für ihn, aber das Ganze dann doch entsprechend schmecken lässt. Genau. Ich freue mich darauf. Wir haben es nämlich schon lange vorgehabt, um die Weihnachtszeit herum mal zu backen und haben es bis heute nicht geschafft. Aber jetzt machen wir es. Das ist übel laut. Also wir den Horror gehen. Das war... Ja, nicht ganz so intelligent. Passiert aber, wenn man falsch trifft, kommt das Ding halt zurück und dann ist man halt selber tot. Das ist halt, ja, so passiert das eben. Ich kann nicht sagen. Ich und Zeus, wir haben... Ich bin gerade hingefallen. Oh mein Gott. Nein, Mädel, du bist nur ausgerutscht, weil, oder weggerutscht, weil wenn du hingefallen wärst, hätte man dich nicht mehr im Bildschirm gesehen, dann hättest du auf dem Fußboden gelegen. Eins muss ich sagen, geiler Backofen. So hätte ich meinen gerne auch gehabt. Wir haben ja in diesem Jahr eine neue Küche bekommen, aber das hat leider nicht gepasst, weil wir haben halt eine etwas komische Küche. Da passt das nicht so ganz, weil wir mussten uns halt entscheiden, wie wir das mit dem Platz machen und das, da passte das nicht. Die eine Wand war einfach zu kurz und die andere zu dämlich geschnitten. So ist das. Und dann musste man natürlich auch noch ein bisschen aufs Geld achten. Man wollte ja auch nicht zu viel ausgeben. Und da ist das halt so passiert. Beim nächsten Mal aber vielleicht. Aber das ist, dauert ja noch so seine 10, 15 Jahre, bis die nächste kommt. Wobei die hat, ich glaube, 25 Jahre Garantie auf alle Sachen. Also, ach, genau. Habe ich gesagt, digi, digi, skir, skir. Und dann hat er gesagt, Mama, bitte, es reicht jetzt. Aber wirklich in so einem Ton. Was ist denn los, Bro? Und dann sagt mein 15, wirklich, das ist eigentlich ein Satz, den hätte ich irgendwann mal droppen sollen als Mutter. Aber er sagt zu mir einfach, Mama, ganz ehrlich, ich bin nicht dein Bro, ich bin dein Sohn. Wo er recht hat, hat er recht. Das muss man ihm lassen. Also, das ist wirklich so. Ja, ich weiß, unser Ofen hat eine Selbstreinigung. Er hat eine Pyrolyse-Funktion, wie man das so schön nennt. Wir haben sie auch schon einmal benutzt. Soll man nicht zu oft machen, weil das kostet einen Heiden Geld und einen Heiden Strom. Aber das ist wichtig. Ja, das haben wir auch, das stimmt. Aber jetzt zu dem Clip, den wir gerade eben hatten. Da hat der Sohn recht. Der Sohn ist der Sohn und nicht der Pro. Und auch wenn die Mama eine bekannte und erfolgreiche Twitcherin ist, sollte man dann doch das Twitch sein lassen und es nicht unbedingt immer auf die Familie beziehen. Manche Kinder kommen damit nämlich nicht so ganz klar. Jetzt überforderst du mich, die Karte ist weg, Mann. Wenn du auf deinen Charakter klickst, einmal, dann kannst du auf die Karte öffnen. Ah, jetzt habe ich es verstanden. er wollte wieder zurück zur Karte und die hat er natürlich so nicht gekriegt, sondern er hat bestätigt, dass er in dieser Karte jetzt spielen will. Und ja, so ist natürlich fies und gemein. Ich muss aber trotzdem sagen, ich bin keine Goose-Goose-Duck-Gamerin und deswegen verstehe ich das nicht so ganz. Das ist wie so mit, wie gesagt, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, das ist wie so mit dem Among Us. Das ist irgendein ein Spielprinzip, das erschließt sich mir nicht. Ich bin ja eher so die Fall Guys-Spielerin, wenn ich denn mal zum Fall Guys-Spielen komme. Ja, genau. Das geht nicht gut. Sag ich doch. Jetzt wieder von ganz oben. Nein. Unfucking fassbar dumm von mir.
Es Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Das ist schon mal eins. Zweitens, manche Sprünge sollte man eben einfach nicht machen. Das hätte ich auch vorher gesehen. Also ich wusste vorher schon. Ich sehe das immer, wenn ich momentan bei mir im Spiel spiele, da fliege ich mit einer magischen Kugel hoch. Mitten in der Luft geht die Kugel weg und ich falle runter. Wenn ich unten aufkomme, bin ich tot. Das weiß ich im Vorfeld schon. Deswegen ärgere ich mich jedes Mal aufs Neue, dass ich dann mit dieser Kugel hochgeflogen bin und nicht mit meinem Drachen. Genau, so. Gut. Das Game muss man auch nicht verstehen, Kistenkater. Das, also dieses Among Us beziehungsweise Duck, Gus Duck, das ist so, das kannst du auch wirklich schon mit anderen zusammenspielen. Gut, das ist bei Fall Guys auch, aber bei Fall Guys musst du nicht mit anderen zusammenarbeiten, sondern du arbeitest gegen jeden anderen. Genau. Nicht auf den Tisch. Kontaktier doch mal einen Tiertrainer. Ja, ich hatte. Na. Er hat den PC runtergefahren. Der PC runtergefahren. Hey, das ist gut. Das ist gut. Das ist. Siehst du, Schatz, jetzt weißt du, warum ich gesagt habe, unsere PCs kommen auf einen Tisch. Da kann das nicht so einfach passieren. Bei mir steht auf der einen Seite der Bildschirm, einer der Bildschirme davor. Das heißt, von der Seite kommt die Katze nicht ran. Auf der anderen Seite ist zwar ein Tisch, da könnte sie rankommen, aber sie traut sich da nicht, weil da kommt Luft raus. Das sind Lüfter. Ich habe, wer es kennt, ich habe das 5000 RGB, XRGB von Corsair, habe das Ding voll ausgebaut, also was an die Lüfter angeht. Alle 10 Lüfterplätze sind belegt und ich habe 3 Stück, die nach hinten rauspusten, deswegen geht sie da nicht dran. Das findet sie unangenehm. Und bei meinem Mann steht das so, dass auf der einen Seite kann er reingucken, weil er hat auch eine Glasfront, er hat aber ein anderes Gehäuse, eins von MSI. Und auf der, an der Rückseite ist die Wand. Da kann also auch nichts passieren. Also da kommt die Katze auch nicht ran. Und davor steht ein Tisch, wo viel Zeug draufsteht, wo sie nicht drüber geht. Also auf uns kann das nicht passieren, dass die Katze die Rechte runterfährt. Ja, Vorsicht, wenn man eine Katze hat. Okay. Ich bin gestorben. Jetzt guckt sie doof. Hä, nicht mal sterben darf ich. Also erstens mal war das die, glaube ich, schlechteste Sterbeszene, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Denn du musstest sie erklären. Das ist. Ein Toter kann nicht sprechen. Das sollten wir zum ersten Mal festhalten. Also, ich kann ja auch manchmal recht komisch sterben, wenn ich so Sterbeszenen spiele, aber. Nee, das war nix. Üben wir nochmal. Ich bin mal ganz kurz ein Mochi-Eis essen. Das liegt so vor mir, deswegen. Das geht nicht gut. Nein, das geht nicht gut. Schadenfreude ist die schönste Freude. Leute, das ist geil. Ich wusste, dass das nicht gut geht. So was macht man nicht. Mochi-Eis in der gesamten Größe in den Mund rein. Auch wenn es passt. Nein, tut das nicht, wenn es gefroren ist. Ein warmes Mochi, okay, aber ein Eis? Nein, definitiv nicht. Das ist ganz schlecht. Wobei, da fällt mir ein, ich habe ja auch noch welche liegen. Also nicht gefrorene. Die müsste ich bei Gelegenheit mal essen. Ja, gucken wir mal. Alexa, erhöhe die Helligkeit von K. Entschuldigung, welches Gerät? K! Okay. Was wollte ich nochmal? Also das ist jetzt ja wohl der Witz, wenn du nicht mehr wusstest, was war. Also erstmal hast du Alexa gesagt, hast du deiner Sprachassistentin gesagt, dass sie das Licht erhöhen soll. Wobei ich es lustig finde, dass du deine Lampen durchbuchstabierst. Hast du einfach zu viel oder was? Also bei uns hat jeder Raum seine eigene Bezeichnung. Passt. War zwar ein bisschen tricky, weil manche Sachen könnte man doppelt belegen, aber egal.
Aber dann nicht mehr zu wissen, was du wolltest. Ich glaube, so wie du gerannt bist, du musstest mal ganz dringend wohin. Deswegen hast du K. K könnte jetzt in meinem Gedankengang für Klo stehen. Es ist schon sehr... Okay, das sieht cool aus. Weil das hier ist alles grün, aber so sieht das... Lol, sieht man mich durch? Sieht man mich durch? Nein, sieht Hallo? Man nicht. Cool. Okay, ich bin gerade so hohl. Natürlich sieht man mich nicht durch. Das ist der Hintergrund von meinem Bildschirm. Ja. Ich hatte erst gedacht, weil du gesagt hast, grün, dass es ein Greenscreen ist. Aber selbst dann hätte man dich nicht gesehen, weil du hast das Ding ja dann zwischen dich und die Kamera gehalten. Dadurch geht das nicht, definitiv nicht. Auch wenn du ein Greenscreen hast, wenn du das vor die Kamera hältst, das wäre genauso, wenn ich sagen würde, sieht man mich durch die Flasche durch? Nein, definitiv nicht, höchstens dran vorbei. Aber genau, ich trinke gerade noch was. Ich habe nämlich wieder zu Hause meine normale Waterdrop-Flasche genommen, genau. Hast du jetzt auch wegen der oben stehenden Werbung? Ich habe nach 15 Minuten gemerkt, dass mein Mikrofon aus war. Weil ich reingeguckt habe, dann kam halt eine Freundin rein und wir wollten zusammenspielen. Ich dachte, okay, jetzt gucke ich mal, ob das von dem Pegel her hinhaut. Und habe ich gesehen, okay, ich habe halt gar keinen Pegel. Was grundsätzlich ein Problem ist. Es kommt jetzt auf den Pegel an. Also wenn du den Pegel beim Ausschlag des Mikrofons meinst, dann ist das, wenn man streamt, natürlich ganz schlecht, wenn man das nicht meint. Habe ich auch schon erlebt. Ich habe geredet und geredet und geredet und habe dann festgestellt, oh Scheiben, du hast dein Mikrofon gemutet. Das ist natürlich ganz schlecht. Wenn du den Pegel vom Alkohol meinst, dann sollte der im Stream natürlich möglichst gering sein, damit das nicht zu unerwünschten Nebenwirkungen führt. Genau. Kitten ist die einzige auf der Welt, der einzige Mensch vielleicht sogar auf der Welt, die so aussieht und so ein Pullover anhat, als würde sie diese Parodiehändchen, diese Kinderhändchen aus Plastik so tragen. Ja. Und damit so rumgestikulieren. Aber es sind ihre echten. Ich hatte ihr dann irgendwie so gratuliert zu irgendwas und hatte ihr die Hand gegeben. Da habe ich auch wirklich gedacht, so kleine Hände. Ich weiß gar nicht, was Flo hat. Das ist voll gemein. Ich finde das super unfair. Ich kann überhaupt nichts dafür, dass die Hände so klein sind. Ich bin so geboren, Flo. Das ist voll gemein. Du Arsch. Den kriegst du. Ey, das war geil gemacht. Das war jetzt natürlich für die Leute, die es nicht verstanden haben. Vorher ging es um ihre echte Hände. Sie hat relativ kleine Hände. Aber kleine Hände sind schön. Also ich mag lieber kleine Hände statt große Hände. Ich muss ganz ehrlich sagen, große Hände erschrecken mich manchmal auch eher. Einfach so. Und dann hat sie, weil sie natürlich sich ein bisschen durch Flo getriggert gefühlt hat, ein paar, ja, ich würde jetzt mal behaupten, es waren wahrscheinlich Gradiergummis in Handform benutzt und hat dann gemeint, ja, sie hat halt kleine Hände. Aber ich fand es geil. Ich muss mal gucken, ob ich so ein Gradiergummi, den sie auf der einen Seite hatte, also den sie dann Flo gezeigt hat, auch finde. Praktischer Finger. Oh, das geht schief. Sag ich doch. Ich mag diese Dinger nicht. Und ich weiß jedes Mal, wenn ich sowas sehe, warum ich sie nicht mag. Weil man sich ständig wehtut dabei. Oh Mann, Leute, wenn ihr sowas benutzt, dann geht doch hin und stellt euch so, dass ihr weit genug von allem wegsteht, wo ihr dagegen hauen könnt. Ich liebe wie April. Also, wenn andere sie benutzen und für solche Schlacher sorgen. Katze. So. Gut, die Katze weiß sich zu helfen. Ja, die Katze wusste, was wichtig war. Greifen, ranziehen, ginge bei mir übrigens auch. Deswegen habe ich meine Katze nicht auf dem Schoß. Oder wenn ich das habe, dann habe ich das Mikrofon hoch. Ich habe das hier an einem Arm, den man schön bewegen kann. Das ist ganz praktisch und ich finde das gut. Also, ja. Irgendwann, wenn mein Mann mal ein neues Mikrofon benötigt. Momentan hat er ja ein relativ neues und das ist auch ganz gut. Das gefällt ihm wunderbar, das weiß ich, weil er so schön rot leuchtet. Wenn wir dann irgendwann mal ihm ein neues kaufen müssen, weil das alte kaputt ist, das dauert aber noch eine Weile, kriegt er vielleicht auch so eins. Wenn du dich jetzt warnen solltest, das Mikrofon kaputt zu machen, um ein neues zu kriegen, ist nicht.
Dann kriegst du ein ganz billiges. Das dickste und stärkste an meinem Körper sind auf jeden Fall meine Beine. Die Leute sagen immer so, boah, ja, deine Brust und so, ne? Aber sobald ich dann die Hose runterlasse, sieht alles voll winzig aus im Vergleich, weil die Beine so fett sind. Ja, also das war jetzt wieder mal eindeutig ein Spruch aus der Kategorie, wer zweideutig denkt, hat eindeutig mehr zu lachen. Alles ist winzig. Alles? Wirklich alles? Da tust du mir leid. Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, das ist jetzt kein Neid. Aber ich finde sowas hässlich. So aufgepumpt. Das sieht so unnatürlich aus. Bah, nee. Nee. Ist nicht meins. Ein bisschen Muskeln, okay. Ja, oh gut. Aber das, nee. Ja, wie kann man auch stolz darauf sein, bei Babypack zu gewinnen? Verstehe ich nicht. Ein Armutszeugnis. Also wie sollst du das auch verstehen? Du hast ja noch nie gewonnen. Oh, das war jetzt... Oh, das war jetzt aber hart. Das war hart. Außer es wäre natürlich wahr. Dann wäre es die Wahrheit. Je nachdem. Aber das ist so groß, ich wette, da passt ein Fahrzeug durch. Scheiße, okay. Das war jetzt richtig schlecht. Oh, der ist mir genau entgegengekommen, als ich mich gerade da rein... Oh, wie schlecht war das? Tja, meine Brille ist kaputt, glaube ich. Oh, was hat denn jetzt geschafft? Cool. Das ist so aufgeregt, Brille, ja? Direkt gesprungen. Ja, da hat die Brille gedacht, der hat dich erschossen, dann brauchst du mich ja nicht mehr, dann kann ich dich ja, kaputt gehen. Grund übrigens, warum ich keine Brille habe, meine letzte Brille hat sich selbstständig gemacht und war dann auch so in diesem Machen. Und ich hatte dann die Wahl, Kontaktlinsen, so wie jetzt, oder Brille. Ich habe mich dann für die Kontaktlinsen entschieden. Ist ganz praktisch, brauche ich mich großartig nicht viel um was zu kümmern. Und ich kann jede normale Sonnenbrille tragen und muss nicht eine extra in meiner Sehstärke besorgen. Ne, ich muss demnächst mal wieder hin, ich muss das mal kontrollieren lassen. Ja, genau. Kann ich dir mal einen vorlesen, der hier auf der Wand steht? Ja, Christian, schließ mal einen. Hört man mich? Ja. Der hat sich genannt. Je länger ich diesen Namen mache, desto mehr Platz verbrauche ich auf der Wall of Fame, damit wir die Spende ja immer effizienter in Bezug auf Euro pro Quadratmeter. Ist hier überhaupt ein Zeichenlimit oder kann ich hier noch eine Oper schreiben? Okay, es gibt ein Limit. Oh mein Gott, ist das gut, Alter. Also, wenn wir es jetzt natürlich... Ich sag mal so, wenn er jetzt pro Zeichen, was er benutzt hat, einen Euro bezahlen muss, dann war das ein guter Kniff. Für die Leute, die Spenden sammeln. Für denjenigen, der den Namen dran geschrieben hat, nicht. Wenn allerdings die Macher dafür für die Länge entsprechend was bezahlen müssen, dann haben die sich einen Fehler gemacht, einen so langen Namen zuzulassen. Am Ende kommt durch den Strichergesang der... Was? Sprech... Oh Gott. Was lese ich denn? Am Ende kommt durch eine Sprecheransage... Der Strichergesang, na klar. Entschuldige bitte. Ja, jetzt wissen wir wenigstens, wie dieser wundervolle Titel zustande kam. Ich würde ihn trotzdem nicht als Titel für meine Reaction benutzen. Ich benutze da was anderes. Ich weiß nur noch nicht was. Also bis jetzt ist noch nichts gezündet bei mir. Sein Kopf ist geplatzt. Sein Kopf ist nicht geplatzt, Bro. Sein Kopf ist nicht geplatzt. Ich muss nur... Hype, ja. Oh, ich bin gedodged. Oh, er schießt doch auf mich. Piu, 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 piu. Oh, und jetzt benutze ich mein Medikit. Heilungsinjektor injizieren. Ah, mir geht's wieder gut. Woo, okay, gut, dass wir nicht gestorben sind, Chat. Das wäre echt peinlich gewesen. Also, das war jetzt ja wohl mal richtig gut gecheatet. Aber ich glaube, ich habe jetzt den Titel für meinen... Ich bin nicht offline! Ich bin immer noch da! Jetzt nicht mehr. Ich hab die Kamera kaputt gemacht, ich gehe. Ja, das wäre auch der richtige Zeitpunkt, wenn die Kamera nicht mehr funktioniert. Also wenn ich das bei mir mache, da wackelt die nur mal kurz. Allerdings eher der ganze Tisch, als statt nur die Kamera. Deswegen passiert da nicht viel. Die ist nämlich auf einem sehr stabilen Halter angebracht. Bei meinem Mann könnte das Ganze passieren, dass das Ding hüpft. Weil der hat nur einen Ständer, wo... Einen Ständer für die Kamera, wo die Kamera oben drauf gemacht ist mit einem Ringlight. So, jetzt habe ich das. War zwar auch nicht viel besser mit der Rettung, aber egal.
Schatz, ich hoffe, das hören nicht zu viele oder schauen nicht zu viele. Ansonsten dürftest du demnächst viel Besuch bekommen. We're coming to an end. We're coming to an end. Was so laut? Ich kann mehrere Pokémon auswählen und verschieben? Ja, kannst du. Aber eins muss ich immer noch sagen. Ich finde das VTubing von ihr richtig genial. Vor allem diese Mimik immer. Weil der Mund reagiert nicht immer 100%. Ich denke mal, wie sie aussieht vor der Kamera auf das Model übertragen. Aber das ist richtig gut. Und Kistenkarte, was hast du denn? Ich habe doch nur ein bisschen gute Werbung für dich gemacht. Oh, oh, unten richtig viel. Dallo, da knallt's gleich. Tschüss! Ja, das war wieder eine neue Folge aus der Serie. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Die Folge: Wir sprengen dich in die Luft. Auf Wiedersehen. Nein, natürlich nicht hier, wir machen weiter, aber so lautet der Titel dieser Folge. Ich habe meine Mutter angerufen und habe gefragt, Mama, ist das normal, nee, dass da so viel Scheiße aus der Ritze kommt? Ja, Schätzchen. Mama, ist das normal, dass es so viel Scheiße aus der Ritze kommt? Welche Ritze? Ja, welcher wohl? Schönen Abend, Mama. Bye! Vielleicht kann mir das irgendjemand erklären. Was bitte soll daran lustig sein? Also, ich habe Humor. Tollen Humor. Aber der erschließt sich mir bei diesen beiden Sachen jetzt definitiv nicht. Nee. Brauchen wir nicht weiterzuführen. Also bitte nicht in der nächsten Woche noch eins hinten dranhängen. Muss nicht sein. American Kokodrache mit grünen Schuppen sieht ein bisschen aus wie Matteo Hahn. Tut mir leid, die Haare! Die Haare! Das ist Harry Potter als Drache. Matteo als großer Drache, der Feuer kotzt. Was sollen wir jetzt dazu sagen? Sagen wir besser nichts. Machen weiter. Ich fand, es sah aus wie Harry Potter als Drache. Genau. Das Feuerspucken könnte man noch ein bisschen machen, ändern. Aber ja, genau. Entet. Okay, das war eine sehr haltbare Konstruktion. Und weil ich gerade zwei Sachen noch hatte, wegen diesem Zeichenbild. Also erstens mal werden wir bei der nächsten Folge, wir müssen reden, ein paar Sachen zumindest kolorieren, eventuell, denke ich mal. Könnte hinkommen, könnten wir hinkriegen. Das zum einen. Zum zweiten, ich hatte ja gesagt gehabt, dass ich für die Allgemeinheit Emojis hochlade, die ihr benutzen könnt. Braucht nicht nachzugucken, ich habe keine hochgeladen, aus einem ganz einfachen Grund. Ich kann es noch nicht. Ich bin doch keine 60 Streaming-Stunden Affiliate und deswegen kriege ich diese 5 Plätze, die es dafür gibt, noch nicht freigegeben. Ich muss also noch ein bisschen streamen, damit ich die freigegeben bekomme und dann kriegt ihr eure 5 freien Emojis. Da bekommt ihr dann aber auch welche, die ich selbst erstellt habe. Also ich bin hier schon fleißig am Sammeln. Ich tue fast jeden Tag ein neues Emoji in meinem Stil anfangen, Umrandung malen. Die werden wir dann übertragen und dann auskolorieren und dann entsprechend natürlich auch einscannen und benutzen. Für die Abonnenten habe ich in der Stufe 1 5 reingemacht, die neu sind. Die sind nicht von mir gemacht, die habe ich mir bei jemandem ausgeliehen, erlaubterweise ausgeliehen, wohlgemerkt. Aber die sind drin, also die könnt ihr dann auch schon nutzen, wenn ihr auf Twitch seid. Und Abonnent. Du fährst ein. 1, 2, 3. Herzlich willkommen beim MD. Meldest dich zum Dienst. Denkst, es wird ein ruhiger Tag. Nach kurzer Zeit spürst du aber deinen Herzschlag. Wo ist der Notfall? Willkommen bei der 912. Egal ob Verletzung.
groß oder klein, wir sind dabei. Also das ist die gleiche Dame, die für das Ordnungsamt bei Rust auf dem großen RP-Surfer zuständig ist, stimmlich gesehen. Und jetzt spielt sie auch noch Grand Thief Auto im Online und macht da auch eine Truppe. Langsam könnte ich mir überlegen, ob ich mir das doch wieder mal angucke. Ich meine so, vielleicht unter Umständen. Obwohl es eigentlich doch nicht meins ist, irgendwie. War vermutlich nicht. Den lootest du definitiv nicht. Der haut ab. Ich wollte ihn doch nur. Ja, du wolltest ihn doch looten und das funktionierte nicht, weil der Loot einfach abgehauen ist. Sowas aber auch. Also jetzt macht sich die Leiche schon selbstständig. Ganz schlimm, ganz schlimm. Danke. Ja, ja. Wie war die Torte? Das war deine erste. Erstmal schieb mir bitte das Mikro nicht in den Mund. Warum nicht? Du hast gestern... Du hast heute alles im Mund gehabt. Also. Mach doch sowas nicht, wenn ich am Trinken bin. Also. Mann hat hier einen großen Mund. Muss ich mal sagen. Also einen wirklich großen Mund. Ich frage mich jetzt gerade, warum, wieso hier mein. Also irgendwas stimmt mit meinem Stream nicht. Danke für das Herz, Kistenkater. Hier kriegst du auch eins zurück. Da. Ja. So jetzt. Ich muss das noch üben. Nicht lachen! Bei sowas, da bin ich Knuffi. Ich bin ja auch dein Knuffi. Gerade eben leuchtete wieder hier mein Fensterchen, mein Sticker unten, der mir zeigt, wie meine Verbindung ist, knallig rot, also komisch. Aber jetzt auch nochmal für alle. Anna. Ihr wisst ja, sportliche Erfolge und Abnehmen und so sind 80% Ernährung und nur 20% Sport. Warte. Aber okay. Ich habe einen Protein-Cookie. Ja, ja. Wobei, ich muss dazu sagen, er hat recht. Also, wenn man abnehmen will, nützt einem es nichts, wenn man sich viel und übermäßig bewegt oder übermäßig Sport treibt. Es unterstützt, aber es ist nicht die Grundlage dafür, dass man abnimmt. Abnehmen tut man nur eigentlich in einer einzigen Form. Und zwar, wenn man dem Körper weniger Kalorien zuführt, als er verbraucht. Wenn ich sitze, den ganzen Tag sitze und esse dann statt... Bei einer Frau wird ja so gesagt, zu 1500 Kalorien braucht sie am Tag. Ein Mann braucht ungefähr 2000 Kalorien am Tag. Wenn er nichts übermäßig Besonderes macht, wohlgemerkt. Oder sie nicht übermäßig Besonderes macht. Und ich führe dem Körper aber nur 1000 Kalorien zu, habe also eine Differenz von ungefähr 500 Kalorien. Dann muss der Körper diese Energie irgendwo hernehmen. Und das nimmt er natürlich aus dem Bereich, wo er Energie zwischengespeichert hat, also aus den Fettzellen. Und damit nimmt man ab. Es nützt nichts, wenn ich in mich reinstopfe wie was und dann 5 Stunden durch die Gegend renne. Das bringt nicht viel, weil ich dann wahrscheinlich mehr Kalorien zu mir genommen habe, als ich durch das Bewegen verbrenne. Und das bringt dann auch nicht viel. Das unterstützt aber. Also man kann durch Bewegung mehr Kalorien verbrennen, als man eigentlich normal verbrennen würde. Und dadurch dann natürlich auch ein bisschen mehr abnehmen. Das ist möglich, aber Grundlage ist immer eine entsprechende Ernährung. Ernährt euch gesund. Hört auf euren Körper vor allen Dingen. Wenn der sagt Feierabend, dann ist Feierabend. Lasst euch also beim Essen Zeit. Und Kistenkater, ich weiß, ich mach das nicht. Das brauchst du mir jetzt nicht gleich zu sagen. Ich weiß, dass ich mal langsamer essen sollte. Ich probiere es. Ich komme jetzt auch wieder ein bisschen zur Ruhe, dann wird das wieder funktionieren. Hat ja eine ganze Zeit, hat es funktioniert. Genau. So, weiter geht's. Leute, wenn ihr euch Desinfektionsmittel in die Augen schmiert, kann das ins Auge gehen. Mist, ich hab's verbockt.
Ja, hast du. Das natürlich, wenn du dir etwas ins Auge schmierst, das ins Auge geht, ist doch klar. Es hätte mich aber interessiert, was du eigentlich sagen wolltest. Aber trotzdem fand ich es gut. So. Oh, Raupi entwickelt sich! Raupi entwickelt! Hä? Richtiger Scha- Oh no, ja, sowas weit. Warum ist es jetzt hässlich? Good enough. Das nenne ich mal gekonnte Selbstironie. Das kriegt nicht jeder hin, muss ich sagen. Aber ich finde es interessant. Mit dem Loch gelassen. Ja! Respekt für diesen guten Kniff. Darauf muss man erstmal kommen. Und dann müssen die Gegner natürlich auch noch so dämlich sein und das genauso auch noch voll benutzen, dass man das ausnutzen kann. Ja, genau. Wollen wir den Wurm tot sehen? Ja? Okay, ich mache jetzt nichts. Also in dem Spiel verpasst man wirklich was, wenn man nicht stirbt. Ich sage, wie es ist. Also soeben habe ich mich entschieden, dieses Spiel ist definitiv nicht auf meiner Liste. Wenn ich mit meinem Schwert auf seine Waffe schlage, dann kriege ich das Abprallgeräusch vom Blöcken. What the fuck? Was zur Hölle passiert hier gerade? Ja? Doch, auf dieses Schiff würde ich definitiv nicht steigen, weil es könnte passieren, dass man sich dabei höllisch wehtut. Wie wir ja gesehen haben, man wird runtergeschmissen, fliegt durch die Luft, landet am anderen Ende der Insel und ist tot. Wenn man diesen Sturz überlebt, muss man die gesamte Insel überrobben, um wieder auf dahin zu kommen, wo man hergekommen ist. Und dann ist das Schiff wahrscheinlich nicht mehr da. Wie alt können Vögel überhaupt werden? Können die überhaupt 19 werden? Ich habe gar keine Ahnung, ne, von Vögeln. Danke, so genau wollten wir es jetzt nicht wissen, dass du davon keine Ahnung hast. Obwohl, du spielst World of Warcraft, du hast keine Angst, keine Ahnung von Vögeln. Hast du noch nicht den kleinen Spatz gefunden in deiner Garnison, den du mitnehmen kannst? Da lernst du viel über Vögel. Meine so. Den kannst du sogar anziehen. Und jetzt in Dragonflight finden wir ganz viele Vögel. Da kann man Enten sammeln. Ich habe schon zwei. Ich habe gerade einen Albtraum, Leute. Ich habe einen Albtraum. Ich habe eine Thunfischpizza bestellt. Wisst ihr, was ich bekommen habe? Eine Pizza Hawaii. Also für mich wäre das jetzt nicht so schlimm, statt einer Thunfischpizza eine Pizza Hawaii zu bekommen. Ich esse beide. Ärgern würde es mich trotzdem. Ich würde anrufen, würde sagen, hier, ich hatte eigentlich was anderes bestellt. Aber als Albtraum würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Und wie der Name das ja schon so schön sagt, Albtraum. Das heißt, man träumt. Vielleicht solltest du dich mal zwicken, vielleicht ist das so eine Thunfischpizza. Aber da muss man ja rechnen können. Ich war sehr verwirrt. Warte mal, das war das hier immer. Steht. Ich wahrscheinlich falsch reingeschrieben. Es müsste 1404 sein, weil die Quersumme ist immer 9. Richtig, ja. Und so gibt doch auch 1404, oder? Ne, bei der Quersumme war ich mir jetzt nicht sicher. 14. Jahrhundert! Fick die Wand! Reingefallen! Vor allem, ich erkläre es auch noch für den nächsten, ne? Geil. Oh. Ja, das ist im Übrigen, entspricht das der Tatsache. Die Jahreszahlen zusammengenommen, also quersummenmäßig, bei Anno-Spielen ergeben immer 9. Immer. Also deswegen kann man ungefähr sich immer erfahren, wenn es spielt in diesem Jahrhundert, das heißt ja immer, das startet in diesem Jahrhundert, weil die Spiele laufen ja endlos, wenn man sie endlos spielt und laufen lässt. Aber das Startjahr ist immer das Jahr, was als Jahreszahl angegeben ist, und das ergibt immer querschnittsmäßig 9. Nee, ich kenne X-Hamster nicht. Wer ist das? X-Hamster? Toll, jetzt habe ich das gegoogelt. Haha. Nein, ich google es jetzt nicht. Ich kann auch damit gerade jetzt nichts anfangen, aber ich werde es nicht googeln. Nein.
Wir machen Feen. Ja, hallo. Und tschüss. Wieder so ein Thema, bei dem ich immer wieder dieselbe Frage stelle, wenn es passiert. Wie zum Geier kann man so mit seinem Stuhl umfallen? Ich weiß, wie es funktioniert. Ja klar, man sitzt ganz vorne auf der Kante und das Ding rutscht nach hinten weg. Klar, aber warum setzt man sich so weit nach vorne? Leute, ihr habt eine riesen Sitzfläche. Setzt euch doch zumindest halbmäßig drauf. Dann passiert sowas nicht. Und was wir letzte Woche ja schön gesehen haben, seht ihr morgen auf YouTube in der Folge 180. Wenn ihr jetzt dieses Video auf YouTube guckt, schaut euch die letzte Folge davon an. Da ist das Draufsteigen auf solche Gaming-Stühle bzw. Bürostühle auch schlecht. Und wenn sie billig sind, passiert das, was da dann passiert ist. Genau. Diese Vorfreude ist so krass, weil jetzt weiß ich nicht, was drin ist. Und innerhalb einer Sekunde kann ich es aufmachen und dann weiß ich, was drin ist. Ich habe jetzt mit Absicht gestoppt. Ja, ich weiß, das bleibt noch einen Moment stehen. Aber jetzt wissen wir wieder den Spruch der nächsten Woche. Jetzt weiß ich nicht, was drin ist. Innerhalb einer Sekunde kann ich es aufmachen und weiß, was drin ist. Das ist der Spruch der Woche. Und ja, weiter geht's. Kapitel 11? 2. Ja, moin. Morgen. Guten Morgen. Haben wir auch schon ausgeschlafen? Das war die römische 2 und nicht die arabische 11. Dass nach Kapitel 1 nicht Kapitel 11 kommt, sollte man von vorne weg wissen. Außer man hätte 10 Kapitel, nein, stimmt gar nicht, 9 Kapitel übersprungen. Oh Gott. Aber man darf nicht anfassen. Oh Sagt mir jetzt bitte, dass ich gerade geträumt habe. Nein, ich weiß, ich habe nicht geträumt. Aber das war jetzt nicht mehr kinderfreundlich. Also jetzt muss man dieses Video definitiv als voll eigentlich bezeichnen, dass das nur Erwachsene sehen dürfen. Weil sonst kommen Kinder zu ihren Eltern und stellen komische Fragen. Trotzdem war es lustig. Weißt du, was sich ein Maulwurf im Restaurant bestellt? 3-Gänge-Menü. Hahaha, ha, der Spruch ist uralt und der Witz ist, hatte schon so ein Bart, als Moses das Rote Meer teilte. Vor allen Dingen habe ich irgendwann verstanden, wie das mit der mündlichen Note funktioniert. Ja. Nein, oder das Moment, dann so um deine Hausaufgaben zu machen. Das war jetzt wieder eine Folge. Wer eindeutig denkt, hat zweideutig mehr zu lachen, hat umgekehrt natürlich. Verdammt! Es ist mir passiert. Ich habe mir vorgenommen, heute passiert es mir nicht, weil das passiert mir zumindest im Denkvorgang immer wieder mal, dass ich das auch rumdrehe. Heute habe ich es ausgesprochen. Schön ist es. Wunderbar ist es. Ja, ja, so kann es gehen. Genau. Ja, so, aber wir machen jetzt hier weiter. Nein! Ich sagte, wir machen hier weiter. Falsches Fenster, so rum. Heute will's wieder nicht! Join German electro-pop sensation Gronk for an interactive music extravaganza. Bring this special invitation with you. Oh no. I suppose I could head to the pub to see what the fuss is about. 5,000. This gig is by special invitation only. If you don't have a flyer, you'll have to leave. Dieses Spiel erschließt sich mir jetzt gerade nicht. Aber das liegt auch ein bisschen daran, dass ich kann Englisch, ja. Aber ich mag keine Spiele, die auf Englisch sind. Also, aber ich weiß, dass das lustig war. Nein, ich weiß es wirklich. Aber es schloss sich mir trotzdem nicht. Außer, dass ich am Ende Gronkh gesehen habe, genau. Ja. Adventskalender und Story, weil ich wusste nicht, dass. Also, ich wollte ein Eis essen und hat meine Community gemeint, auf Eis.de kann ich Eis kaufen. Auf Eistee kann ich Eis kaufen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Muss ich mal ausprobieren. Wo ist mein Geodreieck? Was willst du jetzt mit dem Geodreieck? Ich habe plötzlich 2. Okay. Wieso habe ich 3 Geodreiecke?
Wie bitte? Hä? Ich habe drei Geodreiecke, wieso? Die vermehren sich! Vorsicht, das Geodreieck vermehrt sich! Erst war es eins, dann waren es zwei und dann zum Schluss sogar drei! Also, das ist ja eine schnellere Vermehrung als bei Kaniki. Mit dem Geodreieck kannst du Geld verdienen. Aber für was braucht man in der Küche ein Geodreieck? Muss man da irgendwas ausmessen? Du willst mir doch jetzt nicht wirklich allen Ärzten erzählen, dass du irgendwas schneiden wolltest, wo drinnen stand, bitte ein Zentimeter breit schneiden und du willst das mit dem Geodreieck ein Zentimeter breit schneiden. Bitte nicht, bitte nicht. Ich hab echt keinen Bock. Oh, Alter. Weil du schreckst mir da. Ich bin cool, du bleibst cool, okay? Alter Falter. Cool. Ein Rotwild in freier Wildbahn. Und dann erschreckt man sich. Und dann macht man Outdoor- und Reise Vlogs. Und veröffentlicht die der breiten Masse. Und dann erschreckt man sich dabei. Finden wir den Fehler. Das wäre actually nice. Wo bleibt mein Essen? Da ist es! Da ist mein Essen! LOL! Das. Wie bestellt, so geliefert. Ich frage jetzt nicht, wo mein Essen bleibt. Ich habe gerade erst gegessen. Das nächste Essen gibt es dann erst später. Und bei mir wird es jetzt auch nicht klingeln. Wenn es jetzt klingeln würde, würde ich etwas ganz komisch gucken. Vater! Ja, jetzt hier ein A, Ossi. Ja, ja. Eine Frage. Alter, hat er da reingetroffen? Was? Der hat damit ein... Hat gestern ein einziger hier reingetroffen. Der hat direkt ins A-Loch getroffen. Nein, 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 nein. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Nein. So, und ich habe Taschentücher, weil ich weiß nicht, ob es jetzt zum Höhepunkt kommt hier. Und ich vorbereitet bin. Ey, was ist das heute für eine Folge? Die Folge sollte nicht heißen Strichergesang, sondern zweideutig denken, eindeutig lachen. Moment. Ich wollte dich gerade ärgern und wollte klingeln, aber die Klingel tut's nicht. Die Klingel tut's bei uns hin und wieder nicht. Wir müssen mal gucken, dass wir die machen dann. Ja, das ist, wenn man, ich hatte damit gerechnet, dass man mal das ausprobiert, aber ich wusste jetzt nicht, dass unsere Klingel heute gerade mal nicht funktionieren wollte. Ist aber wieder blöde, dass sie hier oben wieder mal nicht funktioniert, das ist ganz blöde. Da muss man aufs Klopfen hören und das höre ich durch den Kopfhörer nicht. Das nützt ihm also nichts. Da sterbe ich. Okay, ich will wissen, wie er das macht. Was für dicke Bombe. Genau so. Er stirbt. Er macht es genau so, wie er es machen muss, damit er stirbt. Schlecht und nicht so intelligent und deswegen, ja, ganz blöde. Ich muss hier gerade mal ein bisschen was verändern. Aus einem einfachen Grund. Genau. So, das, was ich jetzt mache, mache ich jetzt aus, damit ihr das nicht hört. Genau. Also, Moment. Ich bin gleich wieder da. Weiter geht's. Ich mache jetzt etwas, was ich sonst nie mache. Ich gehe Pipi machen und lasse währenddessen laufen. Also wenn ich Pipi machen gehe, lasse ich auch laufen. Weil sonst wäre das ja unsinnig. Aber ich weiß natürlich, was er gemeint hat. Er meinte natürlich nicht das Laufen auf dem Klo, sondern das Laufen vom Spiel. Also Kistenkanne, tust du das nicht, wenn du aufs Klo gehst, lässt du da nicht laufen. Ich schocke jedes Jahr aufs Neue meine Leute, indem ich sage, ich mag keine Plätzchen. Ich finde, Plätzchen sind wahnsinnig überbewertet. Ich verstehe gar nicht, warum Plätzchen so einen Hype haben. Danke für die Einladung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich glaube, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um... Ja, das wäre für mich auch der richtige Zeitpunkt, dieses Interview oder diese Kooperation aufzulösen, weil keine Plätzchen zu Weihnachten mögen. Also das ist ja, geht ja aber wohl überhaupt nicht. Also sowas ist ja ganz schlecht. Sowas macht man nicht. Plätzchen gehören zu Weihnachten dazu wie der Weihnachtsbaum. Allerdings nur bei Christen. Deswegen muss hier keiner stehen. Wir sind keine Christen. Ha 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 ha!
Perfekt. Oh Mann, actually worth, Junge. Das war cool. Das hat richtig. Ja, das hat gepasst. Und guter Beat. Guter Beat. Ja, ich weiß, es sieht jetzt ein bisschen komisch aus von der Färbung her. Das ist mir klar. Aber ja, welcher Baum? Wieso welcher Baum? Was haben wir jetzt mit Bäumen? Ach so. Ja, ja, das kann sein. Ich weiß, ich habe immer mal gesagt, dass Streamer nicht cheaten. Aber manche cheaten da doch. Ist halt so. Okay. Gut, du hast gewonnen. Und wer gewinnt, gibt dann aus. So, Kitten schön darin getrickt, Leute, dass sie vorgeht. Ist wundervoll, habe ich gut gemacht. Und vielen lieben Dank für den Follow. Machen wir gleich. Heilige Scheiße. Danke, das wollte ich auch gerade sagen. Kleines Miststück. Da guckt man einmal in den Chat, guckt rüber und dann passiert das, was mir nie passieren sollte. Weil ich mich darüber immer lustig mache. Dabei kannte ich diese Szene schon. Es ist schlimm. Das gibt ganz böse Rache, mein lieber Mann. Ganz böse Rache, das sag ich dir. So, und welcher Baum? Genau deswegen habe ich ja geguckt. Und ich sagte ja, wie ich schon sagte gerade eben, das ist nur bei den Christen so. Wir sind keine Christen. Du bist Wicca, ich bin Shintoistin. Also, nix mit Baum. So, das hast du jetzt davon. So, und trotzdem gibt das grausame Rache. Ich lass mir da was einfallen, das garantiere ich dir. Der sieht nicht scheiße aus. Sieht schon ein bisschen doof aus. Also. Ein bisschen doof sieht er schon aus. Ja. Und tschüss. der sah wirklich ein bisschen doof aus. Also ein bisschen viel Schokolade. Und ganz blöd aufgetragen. Also es hätte man anders machen können. Ja, aber nee. Übrigens, auch wenn es für euch vielleicht mehr Arbeit ist, aber kennt ihr bei den Milchpackungen diese Ringe, die man so abreißt? Ja. Da ist doch oben so ein Ring, wo man den Finger reinsteckt, um es dann so abzureißen. Generell, wenn ihr geschlossene Ringe habt von Plastik, immer einmal mit der Schere reingehen. Einmal, das ist eine Sekunde für euch mehr, kann aber tatsächlich dafür sorgen, dass eine Schildkröte weniger darin erstickt oder sich verhängt oder verhakt oder so. Ich weiß, worauf sie raus will. Das stimmt schon. Also ich würde das zum Beispiel machen, wenn ich solche Sechserpacks Dosen habe, wo man oben diese Ringe dran hat. Zumindest hatte man die früher gehabt. Heute gibt es die, glaube ich, gar nicht mehr. Die meisten sind heute in Papppackung eingepackt, wenn sie in mehreren Dosen verkauft werden. Also mehrere Dosen zusammen. Aber ich wäre von meinen Ring von der Milchpackung in den gelben Sack und denke mal, zumindest hoffe ich es, dass dieser gelbe Sack nicht ins Meer gelangt, sondern in die Wiederverwertung, so wie das gedacht ist. Ich weiß, das funktioniert nicht immer und wird auch manchmal gar nicht gemacht. Aber jetzt auf den Gedanken kommt, dass ich darin eine Schildkröte verfangen könnte. Wie groß muss die Schildkröte sein? Also das muss ja noch eine kleine sein. Die Großen machen das definitiv nicht mehr. Aber gut, ich werde es beim nächsten Mal machen. Es gibt gerade aus dem Chat eine Frage an Sonja. Und zwar, ob du dir hättest vorstellen können, dass du mit fast 30 noch streamst. Ihr könnt übrigens, wenn ihr also weitere Fragen habt. Also ich bin erstmal 26, also ich bin Mitte 20. Ich sehe nur, die Regie bringt mich hier in Teufelsküche. So, also. Wenn mir einer vor ein paar Jahren gesagt hätte oder mich zu dem Zeitpunkt, wo das doch interessant gewesen wäre, von der Fragestellung her, ob ich mir vorstellen könnte, mit 30 noch zu streamen, hätte ich gesagt, nee, weil damals kam das Streamen gerade auf YouTube oder gab YouTube schon, klar, als ich 30 war, aber da war das für mich schon nicht so interessant, da waren andere Sachen interessant für mich. Allerdings hätte mir jemand gesagt, dass ich mit 50 anfange zu streamen, dann hätte ich ihm garantiert gesagt, du hast doch einen Knall. Heute lache ich darüber, weil es ist so. So. Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Also sie hat sich jetzt erschreckt, das weiß ich.
ich fand jetzt das Erschrecken aber gar nicht so schlimm, also oder den Grund des Erschreckens. Ich fand es eher interessant, dass sie darunter nichts anhat. Okay. Also ich hab was unten drum an. Also wenn ich mich erschrecke und hier durch die Gegend hüpfen würde, würde ich definitiv nicht, ich zeige euch aber trotzdem nicht, was ich unten drunter anhabe. Ja, aber sie hatte nackte Beine. Ich weiß. Lassen wir das. Lassen wir es. Ach super, schon 1000. Bremsen, bremsen. Gutes Bremssystem. Cooles Bremssystem und wunderbar funktioniert. Trotzdem kleiner Tipp, in Realität nicht ausprobieren. Minus 6 und du bist 58. Für 58 sah sie gut aus. Komm, wir reden mal mit der Julia. Also wenn ich morgens neben dir aufwachen würde, würde ich freiwillig aus dem Fenster springen. Und aus dem Fenster des höchsten Turms, den ich finden könnte. Das ist ja schrecklich. Ja, bitte kommt auf die Idee, so ein hässliches Ding in ein Spiel zu integrieren. Da ist ja Quasimodo noch schön dagegen. Heute sehr schwach. Gut, dass auf Sabrinas Mütze der Körperteil draufsteht, wo die Mütze hingehört. Kennt ihr diese ganzen dummen Leute auf der Straße, die immer so Mützen am Ellenbogen haben oder am Fuß oder so, weil die nicht wussten, wohin damit, weil das nicht drauf stand? Du hast schon Leute mit Mützen am Fuß gesehen? Also am Arm habe ich schon gesehen, ja, aber am Fuß? Hä? Was, der von der Zentralbank oder der Messe? Wovon redest du jetzt gerade, Kistenkater? Ach so, ja. Ich würde den von der Messe nehmen, der Messeturm, der Bleistift, der ist besser. Genau. Sie hat gerade meine gesamte Perücke zerstört. Ja, Tiere sind tolle Menschen. Das stimmt. Tiere sind die besseren Menschen. Wenn alle Menschen so wie die Tiere wären, hätten wir wunderbares Leben auf diesem Planeten. Aber leider sind die Menschen eben Tiere, die einen Knacks weg haben. Und zwar einen ganz gewaltigen. 5 Sekunden, dann mach ich zu. 5, 4, 3. Ja, scheiß auf die Finger. 2. Nee, mach ich nicht. Das riecht halt immer komisch. Und das Zehen. 3, 2. Nicht so, geht doch. Da muss es nur üben. Habt ihr auch ein Herz vorm im Mund? Nein, bei mir sieht's aus wie ein Po-Loch. Ich bin versucht, aber das mache ich nicht mit euch. Paul, bist nee, Paul nicht. Hab ich nicht. Nee. Ich glaube, ich ja. Ja. Ich habe einfach nur ein Loch. Das sieht so geil aus. Ich hab Batman. Da macht ihr irgendwelche komischen Screenshots draus und legt mir irgendwelche Sachen in den Mund, die da nicht reingehören. Oben, nee, ja, das ist einfach nur ein dreckiges Loch. Ich hab kein Herz. Ja, das war richtig geil. Ich hab darauf gewartet, weil das letzte Woche ja drin war und habe darauf gewartet, dass so eine Combination-Zusammenschnitt von verschiedenen Streamern kommt, die das haben. Ich sage euch, ich hab's auch probiert. Nein, ich habe kein Herz. Aber es war einfach nur genial. Und am Ende alle Daumen hoch von mir, absolut geil, absolut geil. So, ja, weil wir am Ende sind, es war wieder eine schöne Compilation, wieder eine schöne Wochenzusammenschnitt und ich fand auch das LOL von unserem Kistenkater hier mitten im Bildschirm richtig schön. Ich hoffe, dass das diesmal auch auf dem Video drauf ist. Genau, gut.
Ja, wie immer machen wir natürlich jetzt eins. Wir gehen hin und wir gehen zu den Twitch Clips Germany, wie immer. Und abonnieren, nein, müssen wir nicht, weil haben wir ja schon. Wehe nicht. Ich finde euch und dann gibt's... Aber wir schenken den Ganzen natürlich einen Daumen hoch, wie immer, gemeinsam hier in unserem Stream. Dann haben wir das Ganze. Und ja, wenn ihr gerade dabei seid, dann... weil ihr es jetzt hier bei mir auf dem YouTube geschaut habt. Da unten ist auch die Möglichkeit zum Liken und zum Abonnieren. Und ganz da unten, ein Stückchen tiefer, habt ihr die Möglichkeit für einen Kommentar mit Anregungen, Ideen, Kritiken und Lobs, wie auch immer, wenn ihr wollt. Wenn ihr mal live dabei sein wollt, wenn wir uns das zusammen angucken und auch hier im Chat zu sehen sein wollt, dann kommt doch mal bei Twitch vorbei. Da streame ich regelmäßig, meistens Freitag, Samstag, Sonntag. Also da werdet ihr mich dann finden. Manchmal, nicht immer, aber manchmal steht es dann auch rechtzeitig in dem Streamplan drin. Und ja, mir bleibt nur zu sagen... Wenn das natürlich so ist, wir haben es ja schon gesagt, alles, was ihr machen sollt, das Ganze natürlich auch bei den Kollegen von Twitch Clips Germany. Wir sehen uns auf jeden Fall zur nächsten Folge nächste Woche wieder. Bis dahin sagt euch Tschüss, eure Josie.